Danke, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar Katainen, der Mehrwertsteuer kommt eine hohe Bedeutung zu, deshalb auch diesen Bericht, weil sie die wichtigste Einnahmequelle ist für die Haushalte der Mitgliedstaaten und auch eine wichtige Einnahmequelle ist für die Europäische Union. 2014 wurden EU-weit 1.000 Milliarden Euro an Mehrwertsteuereinnahmen getätigt. 17,6 Milliarden davon sind in das Budget der Europäischen Union eingeflossen. Das machen insgesamt 12%, 12,2% des europäischen Budgets aus. Die Steuerausfälle bei seiner großen Steuer sind aber auch gigantisch und es wurde heute schon vom Berichterstatter angesprochen. Der Steuerausfall bei der Mehrwertsteuer ist höher als das Budget der Europäischen Union. Und der Steuerausfall drückt sich aus in der Mehrwertsteuerlücke, die sich auf 170 Milliarden Euro jährlich angehäuft hat und davon sind 50 Milliarden Euro auf grenzüberschreitenden Betrug zurückzuführen. Das ist wiederum in erster Linie Karussellbetrug und hinter Karussellbetrug steht die organisierte Kriminalität. Den europäischen Ermittlern ist hier erst kürzlich ein großer Schlag gelungen gegen die organisierte Kriminalität. Sie konnten ein Karussellbetrugssystem aufdecken, das einen Schaden von 320 Millionen Euro verursacht hat. Die Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug und Mehrwertsteuervermeidung, das heißt auch die Schließung der Mehrwertsteuerlücke, müssen also Priorität haben. Und aus diesem Grund muss das Mehrwertsteuersystem einfacher, weniger betrugsanfällig und unternehmensfreundlicher gemacht werden. Insbesondere für KMU ist eine einfachere Handhabung ohne zusätzlichen Administrationsaufwand notwendig. Und wichtig werden dabei digitale Technologien sein, digitale Abwicklungsplattformen, damit diese Mehrwertsteuer hinkünftig besser und auch ertragskräftiger eingehoben werden kann. Ich danke dem Berichterstatter, der einen sehr ausgewogenen und guten Bericht vorgelegt hat, und ich hoffe, dass uns dieser Bericht dabei helfen wird, mehr Einnahmen für die Mitgliedstaaten und für die Europäische Union zu erzielen.